Wahrscheinlich, ich wär so weit. Könntest du mal eben ganz kurz mir helfen? Weil ich kann. Jetzt, wie heißt du? Lutz. Lutz, musst du hier heute aufpassen? Ja. Du Armer. Das heißt, du sitzt den ganzen Abend da unten? Na klar. Aber die Leute sind ein bisschen neidisch, weil du sitzt die ganze Zeit. Das müssen sie nicht. Du, guck mal, so eine Treppe, das wird es bei Helene Fischer nicht geben, glaube ich, ne? Oder? Ist ja, in meinem Alter ist es ja so, wenn man dann die Treppe mal runtersegelt, diese Oberschenkelhalsbrüche, die heilen ja so schlecht wieder. Bist du verheiratet, Lutz? Nein. Oh, wie kommt das denn?
Was ist los? So wie das Leben spielt. Wie spielt es denn so? Manchmal gut und manchmal schlecht. Das heißt, du bist geschieden, ne? Yes. Ist aber... Kommst du ganz kurz mit mir hier rauf? Möchtest du hier mit raufkommen? Guck mal, dass die Leute dich ein bisschen sehen. Kommst du denn hier aus Celle? Nein, aus Hannover. Hannover. Ist ja nicht so weit weg. Der Zellaner, der liebt Hannover, merke ich gerade. Woran liegt es? Warum scheiden lassen? Bist du fremdgegangen? Nein. Nicht? Sie? Nein. Ach so, man sagt ja, Scheidungsgrund Nummer eins in Deutschland ist ja das Fremdgehen. Mag sein, aber nicht bei mir. Weißt du, was auf Platz zwei ist? Kommst du nicht drauf, sage ich dir gleich, weil es gibt jetzt wieder eine neue Vorsaumfrage. Auf Platz zwei ist, er lässt sie scheiden, wenn sie zu viel sabbelt. Das finde ich unglaublich. War es bei dir ein bisschen so? Nein. Möchtest du dich wieder da hinsetzen und deine Ruhe haben, Lutz? Eigentlich nicht. Ach so. Du darfst dich aber wieder hinsetzen, weil ich würde wieder Bühne hochgehen. Es ist so, es ist wirklich, wenn sie zu viel sabbelt, lässt er sich scheiden. Ich glaube, Jungs, da vertut ihr euch. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein bisschen mehr reden. Weil ihr uns nie zuhört, müssen wir immer alles zweimal sagen. Hier ist was los in Celle, das mag ich. Kann sich jemand vorstellen, was noch ein Grund ist, warum sich die Deutschen scheiden lassen? Ich wäre nicht drauf gekommen. Ich hätte wirklich gedacht, Fremdgehen ist das der Hauptgrund. Nein, wenn sie zu dick wird, lässt er sich scheiden. Ja, kann man nachlesen. Jungs, da war ich echt enttäuscht von euch. Das würden wir Frauen nie tun. Nie. Wir würden uns nie von euch trennen, nur weil ihr dicker werdet oder so. Nie. Wir würden sogar unser für euch gebotoxtes Gesicht noch auf euren dicken Wanst legen und euren Bauch liebkosen. Glaubt mir, wir würden sogar euren dicken Wanst noch mit ins Liebesspiel einbauen. Wo bin ich? Kuckuck. Wetten? Aber deswegen würden wir uns nie scheiden lassen. Nie. Ich meine, die Natur, die ist nun mal eine alte Sau, kann man sagen. Die hat es so eingerichtet, dass wir über die Jahre, dass wir so ein bisschen kleiner werden. Diese Masse, die oben fehlt, die ist ja nicht einfach weg. Die löst sich ja nicht in Luft auf. Die muss ja irgendwo wieder hin und das kommt dann an den Seitenflügeln, kommt das dann wieder. Also ein bisschen. Aber wir Frauen haben ja im Gegensatz zu euch Jungs noch Glück. Wir werden ja gleichmäßig fett. Wir können sogar dicke Füße kriegen, wenn wir wollen. Aber ihr Jungs, ihr seht ja irgendwann nur noch lustig aus. Ihr seht ja mit euren Ärmchen und Beinchen, wie kleine Flügelchen bleiben die so. Nur der Bauch sieht irgendwann aus, als hättet ihr eine Bombe verschluckt. Man fragt sich, wie das überhaupt von der Statik oft noch funktionieren kann. Und die Bombe ist ja auch so witzig. Man sieht das am FKK-Strand ganz gerne. Diese Bomben und dann die Lunte, die da unten so rumweht. Und da lasst ihr euch von uns scheiden. Denkt mal drüber nach. Mein Tipp an alle übergewichtigen Frauen, wenn ihr Schiss habt, dass euch der Kerl wegläuft, sich einfach auf ihn draufsetzen. Ich glaube, das funktioniert. Wie gesagt, Lutze, ich bin nur neidisch. Ich habe es nie geschafft, zu heiraten bis heute. Im Moment ist es auch schlecht. Ich bin gerade in einer sehr frischen Beziehung mit einem sehr frischen Mann. Also jetzt nicht so frisch, dass der nicht heiraten dürfte. Das wäre ekelhaft. Sag mal, ein Mann muss sich altersmäßig befinden, irgendwo zwischen darf schon Auto fahren und sollte nicht mehr Auto fahren. Ehrlich gesagt, zu alt ist jetzt, also so, zu alt ist nicht so meins. Das mag ich nicht so. Also wenn man beim Sex dann nicht mehr weiß, vergeht er jetzt gerade vor Leidenschaft oder ist das schon ein Asthmaanfall oder braucht er irgendwie Hilfe? Dauert ja auch oft so lange. Nicht aufhören! Naja, aber jetzt machen wir schon seit 3, 4 Stunden. Nicht aufhören! Du bist so süß, darf ich dich Schnucki nennen? Wir müssen los, darf ich dir noch schnell die Haare kämmen? Die neuen Jeans, die finde ich richtig schön. Aber das Hemd sollen wir dir noch schnell was kaufen gehen. Setz die Mütze auf,
denn draußen ist es kalt. Hast du denn schon was gegessen? Ich bin ja so verknallt. Mit Mitte 20 sind die Jungs noch süß, sind nicht so ranzig, nicht so feist und fies. Mit Mitte 20 sind die Jungs nie reich, doch sie bemühen sich, ihre Haut ist weich. Man kann sich kümmern, kann sie bemuttern, die fühlen sich gut an, sind so schön anzusehen, wenn sie duschen gehen. Das gerade im Bett, das hast du gut gemacht. Komm, wir stehen auf und dann ziehen wir durch die Nacht. Du willst so gern mal in der Gala stehen, dann lass uns morgen noch zusammen zum Echo gehen. Du suchst einen Job in der Werbung, ich ruf da morgen an. Ich kenn den Typen im Vorstand, der dir helfen kann. Mit Mitte 20 sind die Jungs noch süß, sind nicht so ranzig, nicht so feist und fies. Mitte 20 sind die Jungs nie reich, doch sie bemühen sich, ihre Haut ist weich. Man kann sich kümmern, kann sie bemuttern, die fühlen sich gut an, sind so schön anzusehen. Nicht hat und dann sagt er den Bauchnabel. So, da habe
den Finger in die Wunde. Was kann den alten Säcken der mal wehtun? Und das sind natürlich die Jungs mit Mitte 20. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich wär dann fertig, Kai. Dankeschön. Ich wusste, Zelle, dass wir uns verstehen. Wisst ihr was? Und wisst ihr was, Zelle, wenn wir schon mal dabei sind, wisst ihr, was mir noch total auf den Sack geht? Ihr kennt doch diese komische Werbung, wo sich zwei Frauen treffen und dann sagt die eine, hallo Doris, wie geht's? Und Doris sagt, oh, ich fühle mich so aufgebläht. Diese Werbung hat doch auch ein Mann gemacht. Das kriegt ihr wieder, Jungs. Wir lassen uns was einfallen. Warum ist Doris so aufgebläht? Diese Werbung macht überhaupt keinen Sinn. Keine Frau würde von sich selber jemals behaupten, ich fühle mich so aufgebläht. Nie. Entweder kommt jemand rein, den kennt man nicht so gut und sagt, wie geht's, dann sag ich gut. Oder es kommt jemand rein und fragt und den kenne ich richtig gut und dann sag ich nicht aufgebläht, dann sag ich, oh du, ich habe seit 3 Tagen nicht gekackt und irgendwas hängt mir sowieso schwer an. Aber ich würde nie sagen aufgebläht, nie. Das erzeugt doch auch Bilder. Vor allen Dingen, wenn ich jemandem sage, ich fühle mich aufgebläht, dann weiß derjenige, oh, da ist ganz viel drin und das muss ja auch wieder raus. Mahlzeit. Es ist ja auch nur so, ich gucke es ja auch nicht alleine. Ich meine, ich sitze ja da auch mit meiner frischen Liebe davor, der sieht das doch auch. Der guckt dann zum Fernseher, dann guckt er mich dann wieder zum Fernseher, wieder mich an und der fragt dann natürlich irgendwann auch, sag mal, fühlst du, nein, ich fühle mich nicht aufgebläht. Und es ist ja nicht nur das. Wenn diese aufgeblähte, dusselige Kuh, wenn die endlich weg ist, dann kommen die Tena-Ladies. Dann wird uns erzählt, dass es nicht mehr lange dauert und dann müssen wir wieder Windeln tragen. Wie wir in der Werbung dargestellt werden. Wie dicke, aufgeblähte Fleischklöpse, aus denen es jetzt auch noch raustropft. Madonna, die ist Mitte 50. Können wir uns vorstellen, dass die irgendwann auf die Bühne hüpft und eine Windel umhat? Es gibt eigentlich, ehrlich gesagt, nur eine einzige Fernsehsendung. Die gucke ich mir an und da schöpfe ich Kraft. Es ist moralisch nicht vertretbar, ethisch verwerflich. Aber wenn es mir nicht gut geht, ist es das Einzige, was hilft. Da gucke ich Schwiegertochter gesucht. Da spule ich vor, da spule ich zurück. Und dann stehe ich da und denke, Ina, du bist so schön. Hab mich heute getraut, an der Bar vorbeizugehen, in der wir damals waren beim ersten Rendezvous. Und ich kann auch diese Serie wiedersehen mit diesem Typen, der genau so heißt wie du. Die Nacht ist wieder da, zieht mich zu Boden. Wieder mal, was soll's, ein weiterer Tag ohne dich ist abgehakt. Ich hab dich heute noch nicht gegoogelt, hab zweimal nur geweint, hab nem Freund erzählt, es geht mir gut und ist beinahe so gemein. Hab letzte Nacht ganz kurz geschlafen, die Nachbarn nicht geweckt. Ein Kissenberg hat
mein Schrei nach dir still. Ich bin fast drüber weg. Fast drüber weg. Das Bild von dir heute Morgen von der Wand. Hab stattdessen irgendwas anderes angewandt. Dabei schlug ich mir den Hammer auf die Hand. Hab dann nach 8 Minuten nicht an dich gedacht. Weg ist weit, die Wunden heilen, kann nur die Zeit. Die Nacht raubt mir den Mut, doch dieser Tag war fast schon gut. Ich hab dich heute noch nicht gegoogelt, hab zweimal letzte Nacht ganz kurz geschlafen, die Nachbarn nicht geweckt. Ein Kissenberg hat mein Schrei nach dir erstickt. Ich bin fast drüber weg. Also die Verkäuferin hat bei den Schuhen gesagt, vielleicht nicht jeden Abend anziehen, nur zu besonderen Anlässen. Eigentlich hat sie gesagt, sind Sitzschuhe. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, Sitzschuhe, Feige, gibt's gar nicht. Manchmal haben sie dann doch recht, ne? Ich weiß nur noch, dass ich, es gab so Jahre, da konnte ich so im Erzählen, da hätte ich euch jetzt erzählt und gezeigt und wäre dabei ohne Abstützen auf diesen Flügel gehüpft. Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll, Kai, der ist doch jetzt, da kommt kein Mensch hoch. Und so viel geschrumpft sein kann ich jetzt nicht in den 10 Minuten. Ist Welle da irgendwo? Rainer, kannst du mal gucken, ob Welle gerade zufällig mal nicht draußen steht und raucht? Welle! Ich brauche dich mal ganz kurz, du musst mir mal irgendwie helfen, hier auf diesen Flügel zu kommen. Wir können eine Räuberleiter machen. Das geht vielleicht doch nicht. Weil da haue ich dir ja diese Hacke durch deinen Handteller durch. Und du sollst ja noch abbauen und dann wieder irgendwo aufbauen. Und dann ist ja alles vorbei. Außerdem, wenn du weg bist, bin ich ja auch weg, weil meine Hacke hängt ja noch in deinem Handteller drin. Wir können, nein, das machen wir nicht. Welle, das machen wir ja schon ganz lange nicht mehr. Und das ist schade, das war eine schöne Zeit, finde ich. Aber die ist jetzt auch mal irgendwie vor. Wir könnten eine Schubkarre machen. Das finde ich ganz schön. Das heißt, wir machen das nicht von da oder da, sondern ich präpariere mich und dann schiebst du da. Das ist quasi der Griff, damit diese Hacke wenigstens zu irgendwas gut ist.
Ach, manchmal muss man für eine Sekunde auch mal seine Eitelkeit einfach so zur Seite schieben und zack, sitzt man da, wo man hin will. Weil ja, dass wir zwei nochmal eine Nummer am Flügel schieben heute Abend, hätte ich auch nicht gedacht. Das vor laufenden Kameras, uiuiuiui. Ihr habt doch gerade eben gesagt, von wegen Räuberleiter und Schubkarre und so. Mir fällt ja auf, wenn ich irgendwo in der Stadt, ne, wenn ich erzähle, dass ich so vom Bauernhof und vom Dorf komme und so, und dass wir Kinder zum Spielen früher noch raus sind nach draußen an die frische Luft, dann gucken mich die Kids in der Stadt an, als wäre ich ein UFO. Dann sage ich, ja, wir sind noch raus nach draußen, wir wussten sogar noch, wo die Haustür war. Echt? Krass. Aber es war ja so. Also wir sind ja wirklich raus und wenn wir weg waren, dann waren wir auch weg. Dann konnte man uns rufen, aber die konnten uns doch nicht anrufen. Da hatte Kind sein noch eine ganz andere Qualität. Das kennt ihr auch nicht. Irgendwann bin ich dann weg vom Dorf. Ich weiß noch, totale Reizüberflutung. Die Straßen wurden zweispurig, dreispurig, hatte ich noch nie gesehen. Sofort Migräneanfall gekriegt. Der ganze Biorhythmus änderte sich natürlich. Auf dem Dorf, da ging um 10 Uhr abends die Laternen aus. Bei uns gingen die ja in der Stadt erst um 10 Uhr abends dann an. Da hatte ich mich irgendwann dran gewöhnt. Da muss man ja auch sagen, diese ganzen unterschiedlichen Begriffe immer, ne? Auf dem Dorf sagt man ja zu den gleichen Dingen ganz anders als in der Stadt. Also dann sagten die in der Stadt immer irgendwie Koma saufen, bis ich das raus hatte. Das ist bei uns auf dem Dorf Vorglühen. Muss ja doch niemand sagen. Oder wir haben auf dem Dorf, haben wir immer gesagt Gülle und in der Stadt sagten die auf einmal Red Bull. War mir auch nicht klar. Ja, wie gesagt, es war eine sehr ruhige Kindheit, reizarm, aber das hatte auch was für sich. Wir kannten also so BSE und sowas kannten wir gar nicht, Rinderwahnsinn. Die Landwirtschaftsminister waren immer Männer und immer dick. Also das war damals unvorstellbar, dass so eine Ilse Aigner, dass die Landwirtschaftsministerin wäre, das hätte es damals nicht gegeben. Obwohl, ich finde die ja toll, ne? Habt ihr das gesehen neulich, wie die sich über die grüne Woche mit dem Wovereit gesoffen hat? Ganze Seite Bildzeitung fing morgens um 7.10 Uhr, hatte die das erste Bier am Hals. Toll, das wäre doch mein Job. Oder nicht? 7.10 Uhr und dann... Aber da wäre dann ehrlich gesagt morgens um 8 der Wovereit schon nicht mehr dabei, wenn ich das wäre. Wenn ich das wäre, glaube ich. Vor allen Dingen, ich könnte ja als Landwirtschaftsministerin auch alles zusammenbringen. Meine Trinkfestigkeit und meine Agrarfähigkeiten, die ich so habe und meine Erfahrungen. Also zum Beispiel, die wissen ja bis heute nicht, woher der Rinderwahnsinn kommt. Warum fragt mich keiner? So eine Kuh, die wird zweimal am Tag gemolken, kommt einmal im Jahr zum Bullen. Wenn man mir zweimal am Tag an meinen Nippeln rumspielt, mich aber nur einmal im Jahr bumst, da würde ich auch wahnsinnig werden. Wenn dir was fehlt oder wenn du was brauchst, wenn dir das passt, du denkst, guck mal nur. Wenn ich dir fehl oder wenn du mich brauchst, ich teufel auf dich, du exit hier in Hus. Und wenn die Stadt war zu kalt für die Wohn, komm mal nur Hus, denn dann warm ich dich auf. Und wenn die Stadt war zu laut ist für dich, komm mal nur Hus, denn dann schwieg ich mit dir. Ich seh die Lü und ich seh wie als Kind. Ich stör mich vor, wie mein Leben wohl ist. In das Haus und wenn du nicht mehr bist.
den Staaten Tuck holt für mich Wort. Liebe allein und nimm's warm mich mehr an. Und wenn den Staaten Tuck lud ist für mich, gibt kein Tuhus mehr, nimm schwich mehr mit. Dankeschön. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mit Facebook gar nicht so viel am Hut habe, weil mein Facebook ist meine Mutter. Von meiner Mutter kriege ich immer ein Update für alles, über meine ganzen Homies und meine Community aus meiner Straße von damals und meine ganzen ehemaligen Mitschüler. Da komme ich nach Hause in mein kleines Dorf und dann wird erstmal erzählt, was macht Gabi, Heiko, Frank, Enne. Was machen die alle heute? Wo sind die? Wer hat geheiratet? Wer hat sie scheiden lassen? Lutz, wer hat das erste Kind, das zweite Kind sich dann nochmal wieder scheiden lassen? Wer säuft endlich nicht mehr? Wer ist zur Kur? Wem ist der Mann wieder irgendwo weggelaufen? Dann gehen wir nochmal über den Friedhof und dann weiß ich alles. Ich finde das ganz schön. Also ich weiß noch, Thorsten Hansen, in dem war ich ganz toll verliebt. Thorsten Hansen, der sah süß aus. Weil Thorsten hat mich nämlich, der hat mich angestupst. Auf Facebook. Das mag ich so, wenn mich jemand so anstupst. Und Thorsten hat das auch getan und da habe ich gedacht, nee, ist das Thorsten Hansen? Thorsten ohne Haar, hat er früher immer gesagt. Ich bin Thorsten ohne Haar. Ja, heute macht Sinn. Thorsten ohne Haar. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, es ist ja auch so ein Ding, ne? Wie innerhalb von Sekunden diese jahrelange Blase, die man im Kopf hatte, wie Thorsten eigentlich so aussieht, fump, ist die kaputt. Ganz ehrlich, wenn ich mich über 20 Jahre, wenn ich mich da so verändert habe, dann stupse ich nicht. Das würde ich nicht tun. Ich habe natürlich zurückgestupst und ich konnte das natürlich sehen. Thorsten selber kann jetzt eigentlich nichts dafür, aber seine ganzen Haare, alles umgezogen. Die waren jetzt überall, nur nicht mehr da, wo sie in der 10. Mal waren. Und warum konnte ich das sehen? Auf seiner Pinnwand konnte man sehen, seine Urlaubsfotos Usedom 2010. Und da steht Thorsten dann ohne Haar, nackt im Wind. Dass er nicht noch ein Filmchen gemacht hat, dass man sehen konnte, von wo jetzt der Wind genau weht. Das wunderte mich. Jungs, es ist nicht schön, wir wollen das nicht sehen. Wenn irgendwann bei euch die Glocken länger wären als das Seil, dann müsst ihr euch hinsetzen und dann möchten wir nichts mehr auf der Pinnwand gucken. Wir möchten das einfach nicht mehr sehen. Ich mach's auch nicht und ihr macht es auch nicht. Kann man sich doch drauf einigen. Es gibt doch diese wunderschönen Bilder, wo man sich so bis zum Hals in den Sand einbuddeln lässt. Das ist irgendwann schön. Yo, 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 yo
Zeit, vielen Dank für dein Link. Ich sehe, du hast jetzt kurze Haare und wohnst zentral am Hafenwall. Du und ich, wir waren auch damals zusammen auf der Demo dabei. Gegen die Volkszählung, weißt du noch, 1987 im Mai. Jetzt kann man dich Facebooken und twittern oder StudiVZ, dann kann ich posten oder blocken mit den Chatten oder zocken, MySpacen oder googeln, den Urlaubsfilm macht Nudeln, auf YouTube oder Clipfisch, aber so von dem Schreibtisch. Aber nicht mich, findest du das? Und sag mal Carsten, oder soll ich dich lieber Podcast nennen? Was soll das bringen, da im Internet 200-300 Leute zu kennen? Die dir erzählen, dass sie gerade auf Klo oder einkaufen sind. Du wolltest doch früher nie, dass irgendwer über dich Erkenntnis gewinnt. Jetzt kann man dich Facebooken und twittern oder StudiVZ, dann kann ich posten oder blocken, mit dir chatten oder zocken, MySpacen oder googeln, den Urlaubsfilm macht Nudeln, auf YouTube oder Clipfisch, aber so von dem Schreibtisch. Aber mich findest du da nicht. Ich hab's ja noch nie ausprobiert und zeig mir doch mal, wie das funktioniert. Oh, zeig da den nochmal, nee, es ist denn wahr. Oh, so viele hübsche Männer gibt's da, wer hätte sowas denn gedacht? Ich glaub, ich könnte die ganze Nacht Facebooken und twittern oder StudiVZ, dann können die posten oder blocken, mit dem Chatten oder zocken, MySpacen oder googeln, den Urlaubsfilm macht Nudeln, auf YouTube oder Clipfisch, einfach so von dem Schreiben. Facebooken und twittern oder StudiVZ, dann können die posten oder blocken, mit dem Chatten oder zocken, MySpacen oder googeln, Urlaubsfilm macht Nudeln, auf YouTube oder Clipfisch, einfach so von dem Schreibtisch. Nicht nur den, und nicht nur den, nicht nur den, nicht nur dich, na jetzt findest du auch mich. Lass uns einen Augenblick nicht kennen, lass uns auch nicht beim Namen nennen. Geh noch mal raus, komm wieder rein, lass uns zwei Unbekannte sein. Gib mir den Kuss, der so viel auffühlt, dass er sich wie verboten anfühlt. Komm, lass uns küssen, bis wir abgehen, bis wir uns plötzlich anders ansehen, bis es sich anfühlt wie Fremdgehen. Ich fahr dir einfach hinterher. Los, komm, wir fliegen und tun so, als ob's gefährlich wär. Frag nicht, wieso das billige Hotel. Wir haben nicht viel Zeit, draußen wird's schon hell. Lass uns einen Augenblick nicht kennen, lass uns auch nicht beim Namen nennen. Geh noch mal raus, komm wieder rein,
Lass uns zwei Unbekannte sein. Gib mir den Kuss, der so viel auffühlt, dass er sich wie verboten anfühlt. Komm, lass uns küssen, bis wir abgehen, bis wir uns plötzlich anders ansehen, bis es sich anfühlt wie fremd. Ich habe gerade, mir fiel eben gerade so ein Spruch wieder ein, den kennt ihr vielleicht, wer abends vögelt, kann morgens trotzdem nicht fliegen. Weil, da kam mir eben gerade wieder, weil ich vorgestern Morgen geflogen bin. Von Hamburg nach München. Und das würde ich ganz kurz mit euch gerne besprechen, weil das war ein sehr unangenehmes Erlebnis. Weil ich saß in diesem Flieger, es war früh morgens, ich musste früh los, hatte meine Zeitung schon genommen. Und die Stimme, die mir dann sagte, dass sie mich fliegt, war sehr hoch. Also es war eine Frauenstimme. Und das morgens, wo ich so auf so sehr hohe Frauenstimmen eh schon so allergisch bin. Aber wenn die mich noch fliegen, dann ist vorbei. Ich habe sofort Zeitung weggelegt. Wenn ich mit einer Frau fliegen muss, da wird mir so köderig. Woran liegt das? Das ist total frauenfeindlich, das weiß ich. Rational gar nicht zu erklären, aber ich kann nichts dafür. Ich sitze da, Zeitung weg und dann helfe ich beim Fliegen. Dann gucke ich rechts und links, kommt da was, überholt uns was. Ist irgendwas komisch, vier Augen sehen mehr als zwei. Und an diesem Morgen hieß sie auch noch Nicole. Nicole, Entschuldigung, aber da muss einem ja köderig werden, die ist Mitte 30. Nicole, die ist noch mitten im Praktikum, die kann noch gar nicht fliegen. Ich finde das auch nicht fair. Ehrlich gesagt finde ich das auch von der Fluggesellschaft nicht fair. Die müssten beim Einchecken auch sagen, ja übrigens, da fliegt Nicole heute, wollen Sie den Flieger nehmen oder wollen Sie den nächsten? Dann hätte ich eine Chance gehabt. Ich war aber schon drin, mein Koffer war drin, ich war angeschnallt. Und das finde ich nicht fair. Und Nicole mit, ich fliege Sie heute nach München. Ich versuche Sie nach München zu fliegen, müsste sie sagen, wenn sie fair wäre. Wenn mir morgens dann schon so schlecht ist, dann bin ich fertig für den Tag. Wenn ich jetzt Gerda heißen würde. Bei Gerda würde ich sagen, okay, suboptimal, aber die ist schon mal geflogen. Gerda kennt den Weg, die weiß, wo der Hammer hängt. Aber Nicole, also auch hormonell. Jetzt mal ganz ehrlich, wir Frauen, hört mal weg, Jungs, aber Mädels, wir wissen doch, was mit uns los ist. Wenn wir so kurz davor sind, dann ist doch, da sind wir nicht zurechnungsfähig. Also ich dürfte da nicht fliegen, das sage ich ganz ehrlich so. Ich weiß doch, wie ich, wenn ich kurz davor meine Tage zu kriegen, dann weiß ich doch, wie ich Auto fahre. Und wenn die so fliegt, wie ich dann Auto fahre, dann darf man da nicht drin sitzen. Dann ist das lebensgefährlich. Dann braucht ihr eine Hupe. Oh, guten Tag, meine Damen und Herren. Ruft die Stimme souverän. Mein Name ist Nicole Stern, bin hier an Bord, ihr Kapitän. Wir fliegen gleich Richtung Nord-Nordost. Ich fange an zu schreien, dass das jetzt gang und gäbe ist. Oh, das mag ja gerne sein. Aber was ist, wenn ihr Nagellack nicht trocken ist? Kennt sie sich wirklich aus? Was ist, wenn ihr Ex mit dem Flieger sitzt? Ich will hier sofort raus. Gleichberechtigung, schön und gut. Als Monteur, als Polier, als Soldat bin ich auch dafür. Gleichberechtigung, schön und gut. Aber doch nicht jetzt und nicht hier. Eine Frau kann alles machen, aber bitte nicht mit mir. Eine Frau kann alles machen, aber bitte nicht.
bitte nicht mit mir. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ich sag, Herr Shepard, sagen Sie, wie sieht es aus? Ich bin die Hüft-OP um vier. Er sagt, ich richte es der Kollegin aus, die sie dann später operiert. Wir sind die erste Chirurgie überhaupt mit so einem hohen Frauenanteil. Da können Sie stolz sein, gerade als Frau. Ich sag, ich finde das nicht so geil. Oh, was ist, wenn Ihr Mann eine Geliebte hat, die ihm ähnlich sieht? Oder hat sie mit der Kollegin gerade Streit gehabt? Wer weiß, was dann geschieht? Oh, Gleichberechtigung, schön und gut. Als Monteur, als Polier, als Soldat bin ich auch dafür. Gleichberechtigung, schön und gut. Aber doch nicht jetzt und nicht hier. Eine Frau kann alles machen, aber bitte nicht mit mir. Eine Frau kann alles machen, aber bitte nicht. Na, bitte nicht mit mir. Wir drei sind echt für Frauenpower, auch für eine Kanzlerin ab und an. Aber hätten wir hier eine Krise, hätten wir doch lieber einen Mann. Jo, jo. Gleichberechtigung, schön und gut. Als Monteur, als Polier, als Soldat bin ich auch dafür. Gleichberechtigung, schön und gut. Aber doch nicht jetzt und nicht hier. Eine Frau kann alles machen, aber bitte nicht mit mir. Eine Frau kann alles machen, aber bitte nicht. Bitte nicht mit mir. Ich hab's mir gedacht, Jungs, dass hier bei euch, Jungs, jetzt Stimmung aufkommt, weil es ja immer heißt, oh nee, und Ina Müller und immer so gegen die Männer. Nein, ich kann auch für Männer. War mein Geschenk an euch. Für den Mann an sich. Bitte, gern geschehen. Also ich kann das, aber meistens nur ganz kurz. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade in dem Lied, ne, habe ich noch so gedacht, nee. Ist jetzt doof, aber ich glaube, mir ist gerade eben klar geworden, es liegt ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht an Nicole. Es liegt, glaube ich, viel mehr an mir. Weil ich in meinem Kopf so billig gestrickt bin, weil ich irgendwie komisch emotional sozialisiert bin, wie auch immer man das sagen will. Aber irgendwas stimmt bei mir nicht. Nicole, die ist wahrscheinlich richtig gut ausgebildet. Und dass es mir besser geht, wenn irgend so ein alternder Kapitän, was weiß ich, so ein Hans Baumann, wenn der ins Mikro schlabbert und mich dann nach München fliegt, dass es mir dann besser geht, dafür kann Nicole nix. Der muss ja nur, mir reicht es ja, wenn er nur so ein und meine Damen und Herren, hier ist der Kapitän. Mein Name ist Hans Baumann. Und ich bin der Kapitän von Hamburg. München, das Wetter in München, das ist besser als Hamburg. Und das reicht mir, um mich wohl zu fühlen. Das ist krank. Nicole ist doch viel besser ausgebildet. Nicole, die ist ehrgeizig. Nicole, die will noch was erleben. Die ist jung, die hat Kinder oder will noch welche. Vielleicht will die irgendwann Lutz heiraten, man weiß es nicht. Auf jeden Fall will Nicole noch wieder nach Hause. Aber Hans, dem ist das doch scheißegal. Hans hat doch gar keine Perspektive mehr, der hat doch gar keinen Bock mehr. Hans hat doch alles schon gesehen, alles schon gemacht. Hans muss sich doch erstmal ein hinter die Binde kippen, um überhaupt in diesen verschissenen Flieger zu steigen und in diese Scheißstadt zu fliegen. Und ich sitze da drin. Echt. Hans hat doch auch, ich meine, was passiert denn noch? Mit den Stewardessen, da läuft nichts mehr, die sind jetzt alle so alt wie er, die will er nicht mehr. Und die Jungen wollen ihn nicht mehr. Und wenn er doch mal eine Junge abgreift, dann kann er nicht mehr.
das ist Hans. Und bei dem sitze ich im Flieger. Und wenn er dann wieder landet und nach Hause fährt, dann ist da seine Alte und die will er schon lange nicht mehr. Kennt ihr das, wenn so Ehepaare, wenn die ganz, ganz lange verheiratet sind und wenn die sich so hassen und sich so angucken, immer als, so als ob sie an saurer Milch riechen? Das finde ich ganz schlimm, das ist so ein... Ganz schlimm. Und dann kommt Hans nach Hause und dann macht sie die Tür auf und dann sagt sie zu ihm, was machst du denn schon wieder für ein Gesicht? Und dann sagt er, wenn ich ein Gesicht machen könnte, hättest du längst ein neues. Ich würde gern wieder nach dir suchen. Doch du bist ja immer da. Ich würde mich gern mal wieder fragen, was du treibst und wo du warst. Ich sortiere dir deine Wäsche. Du tust dasselbe auch für mich. Zu viel ungeduschter Alltag klaut mir all die Lust auf dich. Ich ziehe aus, weil ich dich liebe, weil zwischen uns sonst nichts mehr bliebe, weil es uns noch peinlich ist. Ich ziehe aus, weil wir uns lieben, doch ganz spontan um 7, obwohl nicht Samstag ist. Ich ziehe aus, weil zu viel Nähe den Wunsch nach Nähe killt. Ich gehe, bevor wir Fadi und Mutti zueinander sagen. Wie war dein Tag? Was wollen wir essen? Aus du und ich wird chronisch wild. Und das Einzige, was offen bleibt, ist die Badezimmertür. Ich ziehe aus, weil ich dich liebe, weil zwischen uns sonst nichts mehr bliebe, weil es uns noch peinlich ist. Ich ziehe aus, weil wir uns lieben, noch ganz spontan, morgens 7, obwohl nicht Samstag ist. Ich ziehe aus, weil zu viel Nähe den Wunsch nach Nähe killt. Ich gehe, bevor wir Fadi und Mutti zueinander sagen.
mehr blieb, weil es uns noch peinlich ist. Ich ziehe aus, weil so viel Nähe den Wunsch nach Nähe killt. Ich gehe, bevor wir Fadi und Mutti zueinander sagen. An der Gitarre Heidi Kaiser! Was ich so schön finde, was ja keiner ahnt, der da unten steht, dass unser Mann, der mit dieser Kamera hier oben steht, du musst gucken, ne? Ich sag nicht Stopp, wenn er hinter dir was kommt. Sag mir doch bitte nochmal deinen Namen. Ich finde den so wunderschön und er macht so Appetit auf einen Kaffee und sich noch einen kleinen was dazu holen. Dein Name ist? Donut. Oh. Lass dich vernaschen, Donut. Das ist total schön. Baust du das manchmal in dein Sexspiel mit deiner Freundin mit ein? Schöner Name. Was haben sich deine Eltern dabei gedacht? Sozusagen ein Geschenk Gottes. Gut. Eigentlich will ich auch nur wieder hier rauf. Und es hat sich sehr bewährt, dass, wenn ich Glück habe, Welle jetzt vielleicht da ist. Welle. Welle, Mausi. Welle. Ah! Juhu! Guck mal, deine Applauswelle. Ist ja heute unser letzter Tag, ne? Ja. Unser letzter Abend. So ist es. Oh, du hast geraucht. Ja, immer. Ah, jetzt ein Donut und eine Zigarette. Das wäre es. Du, wir haben es ja geschafft, in den ganzen letzten Monaten uns jeden Tag einen Witz zu erzählen. Irgendwie, entweder morgens, mittags oder hier im Catering. Heute habe ich noch keinen gehört. Hast du einen für mich? Ja, selbstverständlich. Ehrlich, ich freue mich so. Der letzte ist nämlich unser Fips Asmussen unter den Backlinern. Das mag ich ganz gerne. Warte, wir warten mal bis vorbei. Dann leg mal los. Ja, sitzt ein Mann beim Arzt und sagt, Herr Doktor, nach dem Sex habe ich immer so ein fürchterliches Pfeifen, höre ich da in den Ohren. Und da sagt der Arzt, ja, wie alt sind Sie? 82. Ja, da können Sie auch keinen Applaus mehr erwarten. Sehr schön! Ich mach, ne? Danke. Wenn der Welle mich hier raufschiebt, Kai, ne, ziehst du dann eigentlich jedes Mal so als Reflex, ohne dass du es jetzt bewusst tust, deine Beine weg? Das Gerät hält einiges aus, ne? Ja, man muss weiterdenken. Ich bin jetzt irgendwie Mitte 40. Ich war ja immer die, die gesagt hat, oh komm, älter werden macht Spaß und es ist toll und so. Nee, älter werden ist scheiße. Ich habe mich vertan die ganzen letzten Jahre. Alleine dieses Bild auf meiner letzten Geburtstagstorte, da waren so viele Kerzen. Ich hätte fast so ein Ross drüber gehangen und wäre angefangen zu grillen. Und es ändert sich nicht nur dieser körperliche Schmerz, dass immer wo was wehtut oder die Torte scheiße aussieht. Auch so das Zwischenmenschliche ist so anders. Die ersten Männer gucken einem schon wieder in die Augen. Da muss ich mich erst mal dran gewöhnen. Oder wir haben so junge Techniker da hinten und wenn ich so ein bisschen mit denen flirte oder so, dann gucken die mich an, dann will die alte Frau von mir. Manchmal, ist das Flirten oder braucht die Hilfe? Was ist das? Ja, das geht mir nah. Also ist eine andere Qualität, muss man schon sagen. Einparken geht nicht mehr so gut, weil das Gehör nachlässt. Es wird alles schlechter. Ich hab gelesen, laut Miraculi bin ich 4 Personen. Und ich habe mir gesagt und geschworen, ich höre es auf zu essen, wenn der Weg über mich rüber kürzer ist als um mich rum.
Und das ziehe ich durch. Ich würde... Mädels, wir hatten ja eigentlich gesagt, ich erzähle hier oben ein bisschen und dann hüpfe ich wieder runter und komme zu euch. Aber jetzt habe ich mich umentschieden, weil ich gerade, also ich sitze gerade so gemütlich, und würdet ihr eure Mikros nehmen und einfach hier nach vorne kommen? Und Kai, dein Gerät hält das aus, ne? Dass wenn hier drei drauf sitzen, muss man ja immer so, ich kann eure Mikros nehmen und wir können auch gucken, ich könnte Welle sonst, ja, schon gut. Im Rücken. Glaubt dir doch kein Mensch, dass man so durch die Gegend läuft. Du musst zum Orthopäden, wenn du so wirklich sitzt. Ihr werdet auch älter, Mädels. Wie alt bist du eigentlich, Ulla? Ich bin 30. 30. Oh. Und du, Sarah Jane? Ich bin 27. Ist ja ekelhaft. Ich war auch mal so jung. Im letzten Jahrhundert. Es ist ganz schön, wenn wir uns unterhalten. Wir sind ja dann doch zwei Generationen, würde ich so sagen. Die Probleme bleiben aber ähnlich. Also du hast jetzt gerade dich von deinem Freund getrennt. Ihr wart lange zusammen, ne? Wie lange? Das war? Du hast ja echt gelitten, habe ich gemerkt, über Wochen. Wie lange wart ihr zusammen? Ja, 5 Wochen. 5 Wochen wart ihr zusammen. Wir sind hier unter uns, guck doch. Kann man doch mal ein bisschen ratschen. Außerdem habe ich so Angst, dass ich hier wieder runter muss. Ich sitze gerade so gemütlich. Total schön. Du bist sehr verliebt, glaube ich, ne? Sarah Jane, seit ein paar Monaten habt ihr jetzt geknutscht. Immer noch nicht. Ich dachte, eure Generation, die ist da weiter als unsere, dass ihr so zack, zack und ran an Speck, ne? Überhaupt nicht? Ist ihr das peinlich? Könnt ihr ihm doch ein Lied singen? From Sarah with love. Auf keinen Fall. Wird er nicht drauf stehen, meinst du? Bist du eigentlich schon wieder dünner geworden? Bisschen? Habe ich nicht gesagt, wenn das noch weniger wird, bist du raus? Ja. Habe ich gesagt, ne? Kannst ja mal überlegen, was dir wichtiger ist. Wollen wir singen? Das ist ganz schön, ne? Kai, willst du anfangen? Dann würden wir singen. Mädels, könntet ihr, ihr könntet dieses Hu singen, dieses sehr junge, dynamische, was nur sehr durchtrainierte Girls können, zweistimmig. Das kann ich schon gar nicht mehr. Singt für mich. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nur gedacht. Nochmal. Nein, ich habe immer so Gänsehaut, weil es ist so schön, wenn ihr das macht. Überall. Ich höre jetzt auf. Okay, wir machen es anders. Ich fange an zu singen. Ich fange an zu singen und ihr setzt aber direkt mit ein. Ne? Eine Schleife haben wir noch. Wir sind gleich drin, Kai. Noch kann ich Kinder nehmen mit Huhn. Drei, vier. Noch kann ich Kinder kriegen. Zumindest theoretisch. Noch wirke ich bei Kerzenlicht nach 2, 3 Bier erotisch. Noch latsch ich mir beim Joggen nicht ständig auf den Busen. Hab hin und wieder mal auch ganz gut besuchte Blusen. Auf halber Strecke zwischen Kuscheltuch und Rheumadecke, zwischen ersten Küssen und dann dauernd Blutdruck messen müssen. Kein sexy Ding mehr, aber Spaß dann wie noch nie. Ich glaube, ich bin irgendwie so ein bisschen dazwischen. Mm-hmm. Oh, Donut, so ein bisschen dazwischen. Mm-hmm. Noch könnte ich mich verändern. Ganz von vorne anfangen, so ein völlig neues Leben mit ungewissem Ausgang.
ich könnte mich neu verlieben. From Sarah with love. Auf halber Strecke zwischen Kuscheltuch und Rheumadecke, zwischen ersten Küssen und dann dauernd Blutdruck messen müssen. Kein sexy Ding mehr, aber Spaß daran wie noch nie. Nicht jung, nicht alt, irgendwie so ein bisschen dazwischen. Ich jetzt im besten Alter. Ich wär für Kevin zu alt und noch zu jung für Walter. Auf halber Strecke zwischen Kuscheltuch und Rheumadecke, zwischen ersten Küssen und dann dauernd Blutdruck messen müssen. Kinders, ich sag ja auch, es ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Man ist auch nicht so alt, wie man sich fühlt. Man ist so alt, wie man sich anfühlt. Das habe ich mit meinen Girls schon festgestellt. Und an sich muss ich sagen, man freut sich doch einfach, auch wenn jeden Morgen irgendwas wehtut. Aber ich bin wach und ich habe auch direkt Hunger. Das heißt, ich kann aufstehen. Dann gehe ich was frühstücken. Dann weiß ich heute, heute fahre ich nach Celle. Dann werden sie alle da sein. Die ganzen Jungs hier vom NDR. Donat ist da, meine Musiker ist da, meine Girls sind da. Ihr seid natürlich da. Und dann sage ich Halleluja. Und wir sollten beten. Beten, liebe Brüder und Schwestern. Zu wem auch immer. Ich denke, Kai, wir sollen in ein Gospel verfallen. Sowas wie Happy Day. Oh, Happy Day. Yeah, 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 yeah. Oh, Happy Day. Ich glaube, jedes Alter hat seine Probleme. Aber ich bestehe darauf, zu behaupten, meins hat die meisten. Komm, wir gehen ein bisschen nach vorne. Oh, Happy Day. Jetzt machen wir die fertig, Donald. Oh, Happy Day. Yeah, yeah, yeah. Oh, Happy Day. Komm, Zelle. Oh, Happy Day. Wir bewegen uns, wir klatschen. Und dann gehen wir so ein bisschen in die Hocke. Das ist gut. Oh, Happy Day. Yeah, yeah, yeah. Oh, Happy Day. Yeah, yeah, yeah. Oh, Happy Day. Wir haben gequatscht bis in die Pumpe.
vorher ging mir sinnlos shoppen. Schon besoffen nach dem Meer, das ist jetzt ungefähr. Mann, wär das schön, mit dir jetzt Schuhe kaufen gehen. Wir quälen Verkäuferinnen und lästern richtig ab. Und jetzt bei ihm in Köln. Oh, und für mich fühlt es sich so an, als ob ich irgendwo am Rhein ne Schwester hab. Diesen Helge, Tom und Peter, sie ging früher oder später. Ich hätte so manchen öden Tag lieber mit euch verbracht. Yo, 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 yo. Das letzte Mal, dass ich so richtig ausgelassen war, das war mit euch damals auf Sylt in der Sansibar. Wir haben gequatscht bis in die Pumpen, vorher gingen wir sinnlos shoppen. Schon besoffen nach dem Meer, das ist jetzt ungefähr drei Männer her. Es ist ungefähr. Es ist ungefähr drei Männer her, drei Männer her, drei Männer her. Wow, das letzte Mal, als ich so richtig ausgelassen war, das war mit euch damals auf Sylt in der Sansibar. Wir haben gequatscht bis in die Pumpen, vorher gingen wir sinnlos shoppen. Schon besoffen nach dem Meer, das ist jetzt ungefähr. Schön Zelle! Und schon auf dich!